März 1944. Die Alliierten überziehen das brandenburgische Oranienburg mit Bomben. Oranienburg, 66 Jahre nach Kriegsende. Florentine 60 für 619, begebe mich im Sperrkreis. Die Zeit für Brandmeister Manfred Gellert von der örtlichen Feuerwehr drängt. Alle Anwohner müssen ihre Häuser bereits verlassen haben. Ab 8 Uhr ist der Sperrkreis leer zu sein. Und wir haben jetzt nur noch die Aufgaben zu kontrollieren, ob so wirklich alle raus sind. Zusammen mit seinen Kollegen durchkämmt er die Gegend. 4.400 Menschen evakuiert. Jetzt immer ein Zickzack hier. Immer. Also hier die Straße haben wir durch. Der Grund, mitten in diesem Wohngebiet liegt eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Gleich soll sie gesprengt werden. Doch nicht alle hier haben ihre Häuser bereits verlassen und manch einer ist noch im Schlafanzug. Wir haben eine Bombensprengung. Seit 8 Uhr müssten Sie schon draußen sein. Wie lange brauchen Sie? 10 Minuten. 10 Minuten. Jeder, der im Umkreis der Bombe lebt, muss raus. Schnell bitte. Ausnahmen gibt es nicht und Manfred Gellert macht auch keine. 2 Stunden länger als geplant dauert die Evakuierung. Eine Zeitverzögerung, die auch den Sprengmeister ärgert. Wo die Anspannung am größten ist, wo sehr viel Arbeit reingesteckt wurde, dann so eine Bürger so bedenkenlos sind und die ganzen Dinge manchmal erheblich lange verzögern. Um 10 Uhr heißt es, Sperrkreis evakuiert. Oranienburg steht still. Kein Auto, keine S-Bahn fährt. Die Bombe ist außer Gefecht gesetzt. An so einem Tag holt die Feuerwehr ihn persönlich ab, Bürgermeister Hans-Joachim Läsicke. Haben wir wieder eine schöne Sauerei angerichtet, Herr Reinhardt. Ne? Nirgendwo in Deutschland liegen so viele Blindgänger im Boden wie hier. Herzlichen Dank, dass wir uns wieder von so einem Monster befreit haben hier in Oranienburg. Ne? Das Monster, eine 10-Zentner-Bombe, hinterlässt tiefe Spuren. Und bleibenden Eindruck bei den Kameraden der Feuerwehr. Herr Müller, ran! Sie machen jetzt doch alle nicht zum ersten Mal. Herr Müller. Ja, Herr Bürgermeister. Herr Borchert. Und wo ist denn Herr Sobiralski? Immer der Letzte. Es ist die 156. Bombensprengung hier. Herzlichen Dank nochmal, ganz offiziell. Glückwünsche, Blumen, Sekt, Routine für den Bürgermeister. Eine Routine, die sich Bombensprengmeister hoffentlich niemals leisten werden. Also die Anspannung, die ist immer da. Auch nach so vielen Jahren Praxis. Weil jede Situation ist anders. Es gibt immer andere Herausforderungen. Es ist keine gleich. Noch 2 weitere Bomben werden hier vermutet. Und wenn man jetzt weiß, dass hier noch 2 liegen sollen, also ist das doch schon beklemmt. Also die könnten ja jetzt jeden Moment doch detonieren. Und wir stehen hier alle so locker und leicht rum. Ist schon ganz schön gefährlich. Verrammelte Türen und Fenster. Angst um ihr Haus hatte Familie Hase. Vor einem Jahr erst haben sie hier gebaut und dann vor 3 Tagen die Evakuierung. Also es sieht eigentlich alles sehr gut aus. Ist noch alles drin? Steht noch alles? Erleichterung? Große Erleichterung. Sehr, sehr große Erleichterung. Und Gott sei Dank, die erste Bombe haben wir geschafft. Der Alltag kommt zurück. So etwas wie Stadtleben in der 40.000 Einwohnerstadt, in der der Ausnahmezustand fast Normalität ist. Die Angst vor den Bomben gegenwärtig. Was eben Sorgen macht, ist, dass noch so viele Bomben hier liegen, ne? Das macht die Oranienburg schon ein bisschen nervös, ja. Natürlich hat man Angst, dass da irgendwann mal eine hochgehen kann. Ich bin ja damit aufgewachsen oder so. Im Endeffekt, man hat damit gelernt zu leben und man hofft, dass alle gefunden werden. Das ist ja eine finanzielle Belastung, ist ja sagenhaft. Das kann eine Stadt eigentlich nicht alleine. Es herrscht Ebbe in der Stadtkasse. Alle paar Wochen eine Bombensprengung, eine drückende finanzielle Last. 2,5 Millionen Euro jedes Jahr.
Die Vorbereitung der Entschärfung, die Baustraßenplatten, die Grundwasserabsenkung, das Fällen von Bäumen, die Evakuierung von Menschen, auch von kranken Menschen, von alten Menschen, das alles bezahlt die Stadt Oranienburg. Und das empfinden die Oranienburger, das empfinde ich, als ungerecht. Kein Schwerlastverkehr in der Innenstadt. Tempo 30 für Autofahrer. Kein Bus fährt mehr am Bahnhof. Denn eine Erschütterung könnte ausreichen, dann gehen sie hoch, die Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Oranienburg hat schließlich den Krieg nicht angefangen, auch nicht alleine verloren, aber kommt jetzt letztlich alleine für die Folgen auf. Oranienburg während der Nazizeit. In den Heinkel-Werken werden Flugzeuge für Bombengeschwader serienmäßig produziert. Die Stadt ist wichtiger Rüstungsstandort im Deutschen Reich und Verkehrsknotenpunkt zur Ostfront. März 1944. Luftangriff der Alliierten. 4000 Bomben gehen allein in einer Nacht auf Oranienburg runter. Jede Zehnte bleibt als Blindgänger im Boden liegen. Bis heute weiß Sprengmeister Horst Reinhardt. Hier ist eine Bombenvermutungsfläche. Das Gebiet ist also bombardiert worden. Alte Rüstungsanlage hat es hier mal gegeben. Und es ist natürlich äußerst schwierig, hier nach Bomben zu suchen. Ein tückisches Gelände. Denn oft sind Bomben und Altmunition von Metallschrott nicht zu unterscheiden. Meter für Meter, Baggerschaufel für Baggerschaufel werden abgesucht, akribisch. Der Metalldetektor schlägt voll aus. Fast 300. Und doch entpuppt sich der Fund nur als ein Metallkabel. Doch die tödliche Gefahr haben die Männer vom Kampfmittelräumdienst immer im Hinterkopf. Es ist kein schönes Gefühl, aber naja, ist nun mal unser Job. Das hätte ich vorher wissen müssen, bevor ich sowas mache. Wie lange machst du den Job schon? 20 Jahre. Besonders gefährlich Bomben mit Langzeitzünder. In Oranienburg sind ja ganz viele Bomben mit chemischen Langzeitzündern runtergegangen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass die Blindgängerrate bei diesen bezündeten Bomben relativ hoch ist. Über 300 solcher Blindgänger vermuten Experten noch in Oranienburg. Ein Gutachten über die tickenden Zeitbomben hat Kampfmittelexperte Wolfgang Spierer verfasst. Er stellte fest, die Bombenzünder sind auch Jahrzehnte nach dem Abwurf noch scharf. Hier ist es so, dass die Chemie uns die Probleme bereitet. Das heißt, ein Lösungsmittel, das einen Kunststoff auflösen sollte und dann explodieren sollte, bestimmungsgemäß, das hat nicht stattgefunden, sonst würde es ja den Blindgänger nicht geben. Heißt, die chemischen Langzeitzünder rotten langsam vor sich hin. Die Blindgänger können von selbst detonieren und töten, jederzeit. Man kann mit Sicherheit nicht sagen, wann die nächste Bombe hochgehen wird. Das kann keiner vorher sagen. Und ich denke mal, dass das eine Gefahr ist, die unverzüglich zu beseitigen ist. Wie gefährlich solche Blindgänger sind, zeigte sich am 5. Dezember 91 in Oranienburg. Seit dem Zweiten Weltkrieg eine von 6 Selbstdetonationen. Traurige Bilanz, 2 Schwerverletzte. Dieser Anwohner hatte Glück. Ich bloß durch die Luft und habe mich dann versucht noch mal aufzuraffen, aber da kam ich nicht hoch, dann kam so ein Erdschwall, sag ich mal, ja, und hat mich dann praktisch wieder am Boden gedrückt. Und da habe ich mich ganz schnell eingerollt, wie ein I, Hände über den Kopf und dann gewartet, was da kommt. Dann sind die Steine neben mir runtergeprasselt alles und ich habe Glück gehabt, sagen wir mal. Auf Glück will man sich seitdem nicht mehr verlassen. Seit den 90er Jahren gilt: Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sucht alle Baugrundstücke auf Bomben ab. Die Kosten trägt die Stadt. Erst wenn Sprengmeister Reinhardt das Grundstück freigibt, darf gebaut werden. Hallo. Grüß dich. Grüße euch. Na? So, wir haben das Luftbild mal mitgebracht aus der gesamten Umgebung. Mit Sicherheit ist hier festzustellen an diesem Luftbild, dass hier auf dem Grundstück eine Bombe gefallen ist und detoniert ist. Deswegen diese Einzeichnung Bombentrichter.
Ein wichtiger Hinweis für den Sprengmeister. Hier liegen vermutlich Blindgänger in der Erde. Ein Bombentrichter, ein erster Anhaltspunkt bei der Suche nach ihnen. Wir finden ja nicht jeden Tag eine Bombe. Und wenn wir wieder eine weniger haben, ist das natürlich, hat sich die Arbeit gelohnt, der Aufwand gelohnt, der immer relativ groß ist. Und ich sage ja, das ist immer ein Erfolgserlebnis. Meter tief drehen sich die Spiralen in den Boden. Alle anderthalb Meter ein Loch. Spezielle Sonden messen, ob Metall in der Erde liegt. Ein kritischer Wert, der Boden wird aufgerissen. Wo Blindgänger liegen könnten, darüber liefern die Luftbilder der Alliierten wertvolle Hinweise. Und Berichte darüber, wie viele Bomben fielen, wo, wie viele detonierten und wie viele nicht. Jeder Bombeneinschlag ein sogenannter Vermutungspunkt. Man ist natürlich manchmal auch von den Auswirkungen seiner Auswertung überrascht. In diesem Zusammenhang hatte ich mal einen Vermutungspunkt, der war unter dem Schlafzimmer einer Familie. Die haben also 30 Jahre lang über einer Bombe geschlafen. Die Bombe ist glücklicherweise entschärft worden. Bombe 105. Sie wurde bereits gesprengt. Im Visier der Luftbildauswerter ein Wohngebiet. Hier vermuten sie eine weitere Bombe. Sprengmeister Horst Reinhardt auf dem Weg zur Bombe. So, Sie haben jetzt hier die Anomalie mit einem Mittelpunkt von eindeutige Messergebnisse. Sprengmeister Reinhardt ist sich sicher, er ist der Bombe nah. So, und wir können auch hier noch erkennen den Einschlagskanal der Bombe. Da sprudelt das Wasser raus. Dort ist die Bombe also eingedrungen und weiter im Erdreich nach unten gewandert. Doch bevor die Bombe gesprengt werden kann, muss der Grundwasserspiegel weiter abgesenkt werden. Noch 2 Meter graben, dann liegt die Bombe frei. Donnerstagmorgen ist es soweit, Bombenalarm. Der Dachhersteller Interpfalz liegt mitten im Sperrkreis. Die Produktion steht heute still. Die Mitarbeiter müssen zu Hause bleiben, Auslieferungen bleiben liegen. Und Sie sehen ja, die Profile, die fertigen Pakete stehen in der Halle, alles versandbereit. Und es ist nichts geschehen. Wir müssen alles auf den Freitag verlegen und hoffen natürlich, dass auch die Kunden entsprechend Verständnis dafür haben. Für den Unternehmer bedeutet jede Bombensprengung finanziellen Ausfall. 10.000 Euro alle paar Monate. Alle Blindgänger zu räumen würde rund 420 Millionen Euro kosten. Die Situation ist ja ganz schwierig. Die Kosten für die Entschärfung einer deutschen Bombe wird auf Antrag den Ländern vom Bund erstattet. Und alliierte Bombengefahren hat das Land auf eigene Kosten zu entsorgen. Darin empfinde ich eine gewisse Ungerechtigkeit. 5 Millionen Euro jährlich zahlt das Land Brandenburg. Jahrelang kämpfte es dafür, dass sich der Bund stärker beteiligt an den Kosten. Das Land Brandenburg hat 3 Vorstöße unternommen, die haben dazu geführt, dass wir jeweils Verständnis signalisiert bekommen haben von allen Seiten, aus anderen Bundesländern, vom Bund selber. Ja, wir sehen ja eure Sondersituation, es ist ja ganz schrecklich, was bei euch da los ist. Aber jedes Mal, wenn es dann um harte Fakten ging, nämlich am Ende ums Geld, dann hat sich dieses Verständnis leider nicht weiter fortgesetzt. Dabei ticken hier Zeitbomben. Sie werden immer gefährlicher und kosten die Stadt 2,5 Millionen Euro im Jahr. Zu wenig Geld, um sie zügig zu sprengen, und dennoch zu viel für die Stadt. Das sind natürlich Zwänge, die von außen kommen, dass man nicht frei ist in der Gestaltung und Entwicklung seiner Stadt, sondern immer im Hinterkopf haben muss, vorne steht die Beseitigung von Bombenblindgängern. Herzlichen Dank. Herzlichen Glückwunsch zu der nächsten beseitigten Bombe in Oranienburg, Herr Müller. Die Lasten des Zweiten Weltkrieges. Oranienburg trägt sie noch Jahrzehnte.